Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zurück in einer neuen Folge Anno 2020 in dem Multiplayer-Projekt mit Exabyte. Und wie wir sehen können, liefert sich hier gerade Hector eine kleine Schießerei mit Vadim und ballert ihm die Hafenanlagen weg und verpestet dabei die Umwelt. Ich meine, mich braucht das nicht zu interessieren, aber wir sehen hier, da ist eine Rettungskapsel. Ich bin gespannt, was da drin ist, weil es ist keine normale Fracht. Und? Okay, offenbar doch. Aber stimmt, es ist eine Person. Es ist eine Person, die wird bloß im Inventar des Schiffs als Kiste angezeigt. Okay. Ja, das Henrik, bist du nicht auch der Meinung, dass wir häufiger Leute in Kisten verschicken sollten per Auf FedEx? jeden Fall. Vor allen Dingen hat es den Vorteil, dass man wesentlich mehr auf geringen Raum passen. Ja, so kann ich mir auch meinen zukünftigen Freund aus Thailand portieren. Oder Freundin? Naja, na gut, bei den ganzen Ladyboys ist es ja eh kein Unterschied. Immer wieder eine Freude mit deinem... Was gibt's da zu kichern? Humor, nichts, gar nichts, alles gut. Gar nichts. Bist du etwa neidisch? Willst du auch einen Freund aus Thailand? Nee, danke. Ich möchte dir das dann doch sehr gerne überlassen und, ja, dir meine Großzügigkeit preisgeben. Wie wir sehen, sind wir schon beide gerade heftig dabei, die... Ach doch, du hast inzwischen auch die dritte Stufe erreicht. Wunderbar. Ja, habe ich. Ich bin stolz, Felix. Also ich hänge gar nicht mal so weit hinter Überhaupt mir. Nicht, nein, überhaupt nicht. Aber ich will jetzt endlich mein verficktes Öl-Item. Ja, mal sehen. Ich denke mal, meins wird relativ schnell alle gehen, so wie ich mich kenne. Ich glaube, das wird eine. Ich glaube, es wird so ein bisschen so ein Running Gag, so gib dem Mann sein Öl. Okay, so, ist jetzt natürlich die Frage, wo ich die Tech-Stadt baue. Ich dachte darüber nach, die tatsächlich auf der Gemüseinsel zu platzieren. Gemüseinsel? Oh nein, ich habe gerade irgendwie ziemlich krass was verpasst, was ich eigentlich abknallen sollte. Naja, zu spät. Ach so, für eine Quest oder was? Ja, das macht aber nichts. Was passiert hat. Oh ja, und ich habe gerade keinen Basalt mehr. Das ist alles relativ. Alles gut. Hey. Na, ich finde es gut, wenn dir die Rohstoffe ausgehen. Das bedeutet, ich habe weniger Probleme. Ja, das könnte man so sehen. Und du wirst ein bisschen zurückgeworfen. Ich finde, das ist fair. Niemals. Ich werde nicht zurückgeworfen. Nee, nee. Also. Okay, ausgebremst. Ja, ja. So. Damit könnte ich dann doch schon leben mit der Formulierung. Aber es kann ja nicht sein, dass du punktetechnisch so weit vor mir liegst. Bin ich denn das? Das ist inakzeptabel. Naja, komm, das sind jetzt aber auch nicht viel. Was sind das wohl? 10-15%? Nicht mal. Zu viel! So, ich habe jetzt auch schon überlegt, wo ich die Textstadt hinpacke und sicher bin ich mir immer noch nicht. Aber ich glaube, ich wollte die zu Carbon City legen. Ja, das werde ich auch. Ach, hast du deine Städte irgendwie benannt? Ah, nö. Ja, wieso Carbon City ist ein ganz normaler Standardname? Ich bin da nie, eigentlich nie. Okay, wusste ich gar nicht, dass es ein Standardname ist. Carbon City? Doch, klar. Na wird, ich lerne sehr, sehr viel in der. You wouldn't believe. So. Wenn der so, hier schon vorbeikommt. Da verkaufe ich jetzt mal den Butler an den indischen Professor. Bin mal gespannt, wie viele Lizenzen er mir dafür gibt. Okay. So. Jetzt haben wir Tools. Ja, 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 ja. So. Gut, ich brauche jetzt erstmal mehr Geld, damit ich in der Lage bin, mir ein Share zu kaufen. Und ich muss aufpassen, dass Buddy mir nicht meine Shares wegkauft. Aber er ist ja gerade eh mit Hector beschäftigt. Und damit seinen Hafen wieder aufzubauen. Du brauchst Geld. Ja, ich muss halt ein bisschen warten, dann habe ich wieder Geld. So, passt ja, schon. Geht mir auch. Inzwischen ist meine Bilanz aber auch sehr angenehm geworden, während deine in den Keller gerutscht ist. Ja, ich habe Steuern reduziert. Ah, okay. Das könnte ich auch mal machen, kriegen eh nicht genug Zeug.
So, wie viele Einwohner kann ich überhaupt versorgen? Also, ich kann ungefähr 5000 Angestellte mit Öl versorgen. Und knapp 3500 mit, soll mir keinen Bullshit erzählen, mit Bürgern. Soll das jetzt deine Tech-Insel werden, oder was? Nee, das wird die Eco-Insel. Ich wollte sie nur schon mal claimen, damit du mir da nicht in die Finger spielst. Warum sollte ich so etwas tun? Diese Scheinheiligkeit. Sehr amüsant. Daran ist doch nichts scheinheilig. Nein, ich würde dir das sogar abkaufen, dass du das nicht tust. Nett und freundlich. So, betreiben wir jetzt erstmal Menschenhandel. Oh, 120 Lizenzen ist doch ganz akzeptabel. Ja. Apropos, ich müsste auch mal gucken, ob ich wieder einen Auftrag annehmen kann. Nee. Den einen, der mir gestellt wurde, den habe ich ja leider verpatzt. So, aber mit dem... Du und deine Stadt. Ja? Ist dort etwas auszusetzen? Na, in Postkartenperspektive wirkt sie halt schon ziemlich groß. Ja. Ich habe auch schon eine ganze Menge Leute angesiedelt. Die zahlen auch fleißig ihre Steuern, so wie es sich das gehört. Naja, das heißt, wir haben langsam den Punkt erreicht, wo du mich halt wirklich überholt hast. Ja, aber das ist halt, je schneller du voranschreitest, desto weniger geht dir halt... Desto mehr geht dir halt von der Bilanz ab, weil du halt viel investierst. Aber dafür schreitest du auch schneller voran. Und kommst zu den lukrativeren. Ja, ich krieg das schon alles irgendwie hin. Natürlich. Mir fehlt allerdings irgendwie immer noch ein Schiff, also werde ich meins bauen. Ich habe auch noch gar keine Stahlproduktion, das was mir überhaupt nicht gefällt. Habe ich ja auch noch nicht. Aber ja, das bedeutet natürlich keine Containerschiffe. Richtig. Genau so eins wollte ich bauen. Wobei, da fällt mir gerade was ein. Ich hab doch Rufus Thorn hier um die Ecke, da könnte ich direkt mal was kaufen. Er hat 20 Tonnen auf Lager, der Gute. Ja, geh mal shoppen. Mach ich. So, und dann könnte ich hier auch gleich mal zwei Stahlwerke installieren, wenn ich Bauzellen hätte. So, ich werde mal nicht das Layout aus meinen Notizen nutzen. Für was denn? Für die Tech-Stadt. Ah, okay. Das heißt also, ich werde die ganze Nummer relativ schnell fürchterlich bereuen. Ich hoffe doch nicht. Aber ich habe übrigens ein Item gefunden, was mir Basalt auffüllt. Jetzt habe ich wieder etwas. Was du nicht so alles findest. Ja, ist doch wunderbar, oder? Okay, so, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Carbon einkaufen. Dann nehme ich hier so ein kleines Forschungslabor dann bald bauen. Das gibt's doch nicht. Der hat schon vorher eine Textstadt als ich. Das ist inakzeptabel. Komplett inakzeptabel. Inakzeptabel! Ja, ja. Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden! Ja, du hast jetzt nichts gehört. Machen wir doch einfach so. Gut, so, Dr. Devi findet mich jetzt natürlich super geil. Hast du ihm wieder Geld unter die Nase geschoben? Nein, ich habe ihm einen Butler verkauft. Sure. Also ich muss aufpassen, dass mir Hector nicht langfristig klärt. Yep. Ich habe jetzt nur noch eine Viertelstunde Frieden mit ihm. Yay, Achievement! Ich habe 10.000 Tonnen Items gekauft. So, jetzt habe ich wieder mal das Problem, was ich so häufig habe. Ich habe kein Werkzeug mehr.
Na gut, Werkzeug braucht man ja zum Glück nicht mehr so viel spät. Ah, es ist überall woanders verstreut. Also passt das schon. So, das kann schon mal wegfahren. Hier haben wir... Ne, hier brauchen wir bestimmt keinen Zuckerhahn auf der Insel. Da wäre ich ja schön doof. Aber so, hier... ein paar Bauzellen wären jetzt natürlich noch praktisch. So, wie viel... Wann kann ich denn das Labor endlich bauen? Ich will ja nur dieses verfickte Labor. Ich brauche ja nichts anderes. Und ich habe nicht mehr im Kopf, wann wir die Aufnahme angefangen. Bin ich ja einem Tag. Ich versuche dran zu denken. Es war vor knapp 11 Minuten. Ah, okay. Gut. Das heißt also, wenn wir Viertel Schluss machen, Viertel fünf, dann passt es. Wird schon. Apropos, jetzt könnte ich ja mal ein Containerschiff bauen. Sehr schön. Und habe ich hier wenigstens Kohle? Ja, jetzt kommen wir ja langsam mit dem Bereich an, wo wir ja komplexer wird. Ja. Und das gefällt mir. Mit Ingenieuren explodiert es ja so ein bisschen im Komplexitätsgrad. Mhm. Vor allen Dingen, weil man noch nebenbei die Text freischalten kann und dann beides parallel zu machen, ist auch für mich unmöglich. Oder boah, ich krieg jetzt schon Horrorzüge. Wovor kriegst du Horrorvorstellungen? Wenn ich an die bionischen Anzüge denke. Ja, die sind toll. Ja, die sind so kacke. Aber wirklich brauchen tut man sie am Ende ja auch nicht. Die sind nur nochmal ein nicer Boost, wenn es um die Steuern geht. Ja. Aber natürlich ist man, natürlich hat man ja auch das Bedürfnis, alle Waren zu produzieren. Ja, das stimmt. Kann ich nachvollziehen. Ja, jetzt könnte ich doch direkt mal mit dem Funktionsfood anfangen, wenn wir uns hier schon so eine hübsche Insel besiedelt haben. So, wie viel Öl habe ich noch? 500 Tonnen habe ich bereits verbraucht. Ein Viertel der Ölreserven der Insel sind bereits weg. Ja, ordentlich. Ja, finde ich kacke. Gut zugelangt. Wieso muss man bei den Techs alles so scheiße teuer? Das ist doch gerade die Herausforderung dabei. Du kriegst erstmal nicht so viel Geld, wenn du die Techs... Ja, schwierig. Ja, aber Baukosten sind kein Schwierigkeitsgrad. Einzig die, sind die Wartezeiten. Ja, es sei denn, du siehst es als Schwierigkeit an, die Baukosten schnellstmöglich decken zu können, weil das ist auch möglich. Kann ich aus Erfahrung sagen, wie man gerade sieht. Das kannst du auch ohne Probleme relativ schnell machen. So, und für Öl brauchst du natürlich T2 von den für das Öl-Item. Okay, das wusste ich nicht. Aber du kannst immerhin schon mal Basalt bauen. Das heißt, ich habe mich jetzt auf... Ja, Basalt habe ich noch knapp 2 Tonnen. Ups. Das heißt, ich muss jetzt innerhalb der nächsten Minuten anfangen, Energy Drinks und Funktionsessen zu produzieren. Na, bin ich erledigt. Okay, ja. So, wie viel Öl habe ich denn noch? Ich habe noch 1800 Tonnen. Wie verbrauchst du das denn so schnell? Was zum Henker? Was hast du getan? Ja, du hast da auch noch 2300. Was ist denn los? Ja, aber überleg mal. Ich habe innerhalb von weniger als 20 Minuten ein Viertel entfernt. Ja. Das heißt also, ich muss spätestens nächste Episode da die ersten Items bauen. Ja, das klingt doch noch ein Plan. Schwierig. Ja. Alter, das ist Anno. Ich will gemütlich bauen. Kein Ver- Du kannst doch gemütlich bauen. Niemand hindert dich. Ja, ich kann auch ganz gemütlich vom Vadim zu Maximalpreisen kaufen. Okay. Ich glaube, fertig. Okay, so. Naja. Wie viele Einwohner hast du? 8600. Warning. Wieso frage ich überhaupt? Wieso?
Ja, davon bin ich natürlich noch ein Weilchen entfernt. Du musst expandieren, Felix. Na, meine Stadt wächst doch schon. Aber ich werde den Ausbau jetzt stoppen, weil damit ich nicht ganz so viel Plastik verbrauche, kann mir vielleicht noch ein bisschen Zeit kaufen. Das ist die Du falsche merkst die Einstellung. Verzweiflung. Scheiße. Weißt du was? Fick dich ins Knie. Ich weiß nicht, was du hast. Ich habe dir doch nichts getan. So. Ich denke, damit kommen wir ganz gut klar. Ja. Bisschen noch So, schauen wir Platz. mal, wo werde ich die Ja. platzieren? Ich denke hier kriege ich auch ganz gut Mikrochips. Muss ich jetzt natürlich erstmal einen Trimmer rankaufen. Wassergebäude sind ja auch so teuer. Die kostet doch alles wieder. Aus gutem Grund. Ich meine, es ist schon teurer, im Untergrund zu bauen, unter der Wasseroberfläche, als wenn du einfach ein Gebäude oben hinpackst. Oder meinst du etwa Ja, es ist nicht? also definitiv nicht der Euro, der uns ruiniert, die unter Wasser kommt. Ja. Na gut, Moment. natürlich doof und ich will mir eigentlich noch einen dreistündigen Frieden mit Hector sichern. Naja, warum habe ich eigentlich die Insel jetzt in die Route reingenommen? Das ist doch totaler Bullshit. Und ich weiß, ich brauche dafür ungefähr 30.000 Credits. Was? Wie kommst du denn auf 30.000? Andererseits, also, du hast mit ihm ja noch einen Waffenstillstand für 24. Okay. Ja. Ich find's lustig, was die Karriereleiter bei mir sagt. Bei ICOS habe ich 8.700 von 2.100. Ich hab die irgendwie schon seit Ewigkeiten voll. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, 8.700 von 2.000. Ja. Keine Ahnung, warum sie es nicht einfach begrenzt haben, aber hey, dann kann man sehen, wie viel man schon angesammelt hat und nichts damit anfangen kann. So, yay! Juhu! So, ich frage mich So, immer jetzt habe ich noch. auch einen Trimaran und Wahrscheinlich doch ja, einfach da. Dann laden Geld wir wird hier überbewertet, ne? Zucker aus und Fusionsdrinks ein. Oh, das Spiel möchte, dass wir uns die Beine vertreten. Haben wir doch schon. Ist auch ein Das bisschen Spiel hat ja merkwürdig. keine Ahnung. Ist das merkwürdig, dass Pausen nicht mit einberechnet sind, weil das Spiel auf Pause ist. Ja, das wäre eigentlich ganz sinnig, aber ich glaube, da war jemand nicht gut genug, den Trigger zu setzen. Wobei, die können eh keinen Trigger nicht vernünftig setzen. Das haben sie auch erst in An 22 wieder bewiesen, ne? Adam geht einem so hart auf den Sack. Ja, also ich habe es jetzt nicht so häufig gespielt. Na, das beste Ich Beispiel ist das. halt, du schaltest eine neue Ware frei, ne? Stufe. Und dann plärrt er sofort los. Hö, es fehlen Waren. Ja, Ja, wie okay. soll ich die denn in der Zwischenzeit produziert haben, du Depp? Ja, du hattest noch gar keine Chance, sie zu produzieren und er fängt schon an zu nehmen. Ja. Wobei ich Stimmt. da ja letztens auf ein wunderschönes Easter Egg gestoßen bin, ne? Ach so. Wenn du zu lange im Technologiescreen wartest, dann wird er kurzzeitig von Father Ja, übernommen. das habe ich auch schon mitbekommen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ich finde, sowas hält halt die Anno-Spielwelt am Leben. Das sowas finde ich halt sehr, sehr cool. So. Okay, es wird Zeit, die Ökobilanz auf meiner Hauptinsel aufzupolieren. Kaffee wächst da sonst nämlich nicht mehr. Gut, dann schauen wir mal, wie viel funktionellem Essen versorgen. Dreihundert mit einem Endbetrieb. Okay, das kriege ich hin. Dann würde ich sagen, baue ich hier das große Layout. Da kriege ich dann vier Betriebe rein. Das sollte passen. Ich finde vor allen Dingen unter Wasser machen Layouts nicht so viel Sinn. Also,
Ja, weil es oft sehr verwinkelt ist. Ja, genau. Da baue ich dann doch sehr gerne. Ach, das große Layout kann ich hier gar nicht bauen. Irgendwie. Verstehe. Weil das große Layout auf ein unterseeisches Depot setzt. Und das habe ich natürlich noch nicht freigeschaltet hier, diese kleine Warenannahme. Ich finde, die Schalten werden auch viel zu spät freigeschaltet. Zumindest Ende Forscher könnte man die mal irgendwie freischalten, weil sonst nutzt man die effektiv nur noch für die allerletzten Betriebe, die es überhaupt gibt. Ja, aber darum geht's doch so, als letztes Stück, wo man nochmal Platz spart. Platz sparen muss, weil vorher ja bereits alles schon zugebaut wurde. Ja, gut. Also insofern macht es schon Sinn, aber ich würde mich halt aufräumen, wenn es früher ist. Ja. Weil ich habe natürlich keinen Bock, alles wieder umzustrukturieren, wie es jetzt. Und das ist halt nicht Anno 2205. Natürlich ist es Anno 2070. du weißt, was ich sage. Ich weiß, was ich meine. Du kannst die Gebäude nicht einfach verschieben. Genau, weil es nicht Anno 2205 ist. Richtig. Das funktioniert perfekt. Die sollten auch irgendwann ihr Stuff bekommen. Irgendwann, wenn wir hier mal Zucker hingebaut haben, was ich noch nicht habe. So, was? Das Ölproblem wurde gelöst. Oh, hat er das etwa gereinigt oder was? Das wundert mich allerdings auch. Wollte schon sagen, Vadim beschäftigt sich doch mit so einer Scheiße nicht. Möchte man meinen. So, ich bin jetzt natürlich viele tausend Credits ärmer. Was hast du denn mit den Credits gemacht? Eine Unterwasserproduktion aufgebaut. Ach ja, richtig, ich erinnere mich. Da war ja was. Ja, da war ja was. Lass uns doch mal abchecken, was der gute Felix da gemacht hat. Ui, das sieht aber ganz hübsch aus. Sowas Hübsches kriege ich natürlich nicht zustande. Tja. Weit über meinen Fähigkeiten. Ich möchte ja auch nicht in meine Notizen da reinschauen. Nee. Ich meine, ich habe sie ist links neben offen. Dafür. Ich hab die ja offen links neben meinem Spiel, aber. Oh, Hector hat ein cooles Item. Ach so. Plus 12% Hitpoints für alle Tycoon-Schiffe. Ja. Die machen dann auch, okay, also für alle macht vielleicht noch Sinn, aber so Einzel-Items bringen dann auch nicht mehr so viel. Ja, aber die kannst du ja, die können ja stacken. Ja, das ist richtig. Und das wird dann relativ schnell sehr heftig. Also gerade bei Kolossen, ja, wenn du halt mehrere Items hast, die halt Angriffsreichweite, Schaden und Lebensenergie erhöhen. Reichweite bin ich auch ein unglaublicher Freund von. Kannst du nämlich die ganze Insel mit bombardieren mit den Kolossen dann. Oh ja. Na, Kolosse können schon relativ übel sein. Ja. So, wie nenne ich das jetzt hier? Ich nenne das Fraß 1. So. Ein wunderbarer Name. Wunderschön. Ja, natürlich. Muss doch hier alles professionell wirken. Weißt doch, ich habe doch einen gewissen Selbstanspruch, was Niveau angeht. Ja. So, und das Schiff weisen wir jetzt die Algenfraß 1 vor. So. So. Stahl! Wenn wir unseren wunderbaren Krupp-Stahl hier auf die Hauptinsel liefern lassen. Und dann brauche ich Energy Drinks. Das Problem ist, dafür brauche ich Carbon. Möchtest du kaufen? Zu teuren Preisen. Du findest es witzig, was? Ja. Nein. Ja. Ja, ja. Nein, du kannst natürlich auch ganz günstig kaufen. Ich meine, immerhin hat man ja bei Devi eine ganze Menge auf Lager und da kannst du ja auch dieses Abkommen abschließen, dass du da viel mehr kaufen kannst. Ja, aber im Moment bin ich ja am Geld sparen. Stimmt, ich erinnere mich. Apropos, was machen wir mit dem da? Hier können wir schon mal eine Menge hinliefern. Wobei es gerade wichtig ist. Die Lümmels hier aufzupäppeln. So, gut. Hier drüben werde ich meine Zuckerplantagen errichten. Die kosten ja zum Glück kein Carbon. Die kosten nur auch wieder unverhältnismäßig viel Geld.
Ich hätte mich echt nicht auf die Information von dir verlassen sollen. Ich war irgendwie schwer überzeugt davon. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es ist ja schön, dass du schwer davon überzeugt. Das ist wirklich nicht böse gemeint gewesen. Davon gehe ich aus. Nein, das war nicht böse gemeint. Das war einfach nur eine Zurschaustellung deiner Unfähigkeit. Ja, in der Hinsicht, da hast du tatsächlich recht. Unfähig! Unfähig! Undeutsch! Sorry, es kam über mich. Ach, wieso? Oh, das klang gerade auch ein bisschen zu sehr nach Bukake. Aber gut. Okay. So. Was? Alles gut. Ach. Meinst du, das Niveau sinkt dir gerade ein bisschen zu schnell? Nee, alles gut. Alles gut. Ja, gut, will ich hoffen. So. Mein Hungerstatus steigt etwas zu schnell. Nach der Folge werde ich sicherlich erstmal ein paar Brötchen reinziehen. Ja, wenn du willst, können wir dann auch erstmal so eine Stunde Pause machen. Also, ja, das wäre mir ja, eigentlich ganz recht. Ja, gut. Ich meine, wir haben dann 4 Folgen am Stück aufgenommen. Jo. So. 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 Hast du gerade gefurzt? So. Ja, Schwein. Aber immerhin steht er dazu. Was, du hast gefurzt? Oh, klang so. Und da ist er auch noch so, da ist er auch noch so ausgeatmet. Okay. Kannst du dir ja dann auf YouTube anhören? Ja, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Also, Episode 3, so bei ungefähr 20 ist. 26 Minuten. Ja, so grob ja. In dem Dreh. Ja, ziemlich genau. Oder vielleicht habe ich mal wieder irgendwelche Geräusche gehabt. Wäre leider nicht das erste Mal. Ah, das kann sein, dass meine Schuhe an dem Stuhl sind. Das kann gut sein. Aber wie gesagt, dadurch ist halt danach auch noch so ausgeatmet. Ich habe eine Last von dir gefallen. Hat es halt so eindeutig gewirkt. Ja, ein leises Lüftchen lassen muss auch mal sein, nicht wahr? So. Kein Kommentar. Nee, ich sag dazu nichts. Sag ich ja, kein Kommentar. Okay, was sollte ich jetzt erst? Ich glaube, ich werde wahrscheinlich irgendwann bald wieder einen Basaltbohrer brauchen. Na. Lassen wir es erstmal so. So, hier werden wir jetzt erstmal anfangen, Kaffee. Kaffee. Abzubauen. Tja, die haben alle noch nicht Zucker bekommen und das gefällt mir nicht. Ist mir gar nicht wohl, nee. Ich dachte, du findest es schön, wenn es immer so ein bisschen... Wenn was? Du, ich verstehe inzwischen kein Wort mehr. Echt? Ist die Verbindung gerade so schlecht? Nee, es geht. Ich höre immer einen ziemlich großen Teil und dann ist es plötzlich alles weg. Ha. Es ist noch aushaltbar. So. Na, vielleicht werde ich auch einfach zu leise und Discord blendet mich dann aus. Könnte sein. Dass es da vielleicht die automatische Sprachaktivierung da ein bisschen rumhakt. Wir werden sehen. Können wir nachher nochmal abchecken. Oh, die Krankheit, die Pest hat sich ausgebreitet in meiner Stadt. Zu schade, dass sie alle draufgehen werden. Nein. Lass mich raten, du hast keine Krankenhäuser Nein, gebaut? Nein, und ich habe auch nicht vor, eins zu bauen. Du lässt die Leute lieber sterben? Ja, so kann man es auch nennen, aber sie sterben ja nicht. Sie sinken ja nur in ihrem Angestelltenstatus. Sind sie selbst schuld, wenn sie sich keine Krankenversicherung leisten können, ne? Lässt jetzt voll die Republik... Mal raushängen. Ja, die haben alle Krankenversicherungen, aber was willst du ohne Arzt machen? Gibt's halt nicht. Wurde gespart. Selbst doof, wenn sie sich nicht selber einen Arzt züchten können. jetzt kriegen wir wieder mal ein paar Bötchen hier. So, haben wir jetzt hier unser. Warning. Jetzt noch ein bisschen Strom auf unserer Zuckerinsel. Ich könnte mal wieder ein paar Arbeiter einziehen lassen.
Das wird mir doch sicher noch mehr Steuern bringen. Jetzt endlich mal Zucker. Sehr gut möglich. Das ist nicht aushaltbar, ey, dass da immer noch kein Zucker ist. Was soll denn das? Das ist inakzeptabel. So, machen wir das mal voll. Das Spiel mag dich nicht. Nee, du, das Gefühl habe ich auch manchmal. Hm. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ah, das Spiel ist ein Arschloch. Das hat es mir gegenüber auch schon oft genug bewiesen. Du, aber meistens bin ich selbst daran schuld, dass irgendwas nicht funktioniert. So, ist das Equilibrium? Ja, das laden wir Zucker ein. Für Venera aus. Hm, okay. Jetzt bin ich doch verwirrt. So, und hier fangen wir jetzt an, Energy Drinks zu produzieren. So, und zu Hause werden wir dann mal mit der Stahlproduktion anfangen. Dann kann ich nämlich Entsäuerungsstationen platzieren. Da lag der Fehler. Ich habe noch gar kein Kohlekraftwerk gebaut auf der Insel. Du hattest es vorm Spiel prophezeit, dass dir das passiert. Möchte ich an der Stelle einfach nur nochmal festhalten. Das ist doch ein wunderbarer Vorteil für dich. I failed. So. So, und worin ich auch gefailed habe, ist, dass meine Bilanz schon wieder satte 2000 abwärts gegangen ist im Vergleich zu vorher. WTF? Aber dabei hast du doch schon jetzt hier die Zusatzeinnahmen. Ja, ja, klar. Aber ich produziere halt eine Menge und dann passiert sowas mal schnell. Das ist alles normal so, keine Sorge. Ich habe auch noch einen guten Finanzpuffer. Ja, na, meiner baut sich jetzt langsam wieder auf. Das ist sehr gut zu hören. Langsam. Ja, der Ball ärgert sich scheiße. Inzwischen bist du auch noch bei 2000 oder so in dem Dreh. Ist doch auch okay. Ich freue mich auf die Executives. Die werden immer ordentlich was rauspressen. Ich werde dazu jetzt nicht. Ich auch nicht. Ja, manchmal sagt man Sachen nicht, wa? Da fällt einem später erst ein. Was hast du da gerade gesagt? Aber ich finde ja, Stahlwerke sind immer so ein bisschen kacke, wie halt so viele Eisenschmelzen. Ganz genau. Und du brauchst ja relativ viel Stahl, Beta. Ja, das ist richtig. So, das Schiff ist schon sowieso voll. Boah, jetzt haben wir irgendwann ein Containerschiff nutzt. So. Platzieren wir hier weitere Sachen. Feuer, willst du mich verarschen, Eve? Working conditions here are 100%. Ich bitte darum, dass jetzt langsam mal hier. Ja, habe ich denn jetzt schon wieder 10.000 Credits verbraucht? Lass mich raten, die Stahlwerke kosten. So viel kosten die gar nicht mal. Alter, wo ist mein Geld? Ja, die gesamte Eisenproduktion verbraucht halt viel Geld, das ist halt so. Ja, aber doch nicht mehr als 2000. Ja, hast du nur eine gebaut oder mehrere? Pro Linie. Ach so. Natürlich habe ich nicht nur eine gebaut. Okay. Und wo sind die eigentlich bei dir? So, was brauchen wir für Öl? Für Öl brauchen wir ein Werkzeug. Das sollte halt passen. Ich finde es ja lustig, dass du das Tech-Stadtzentrum auch für die anderen Einwohner. Du meinst, ne? Das Tycoon-Stadtzentrum, ja. Das stimmt, das ist einfach günstiger und hat einen größeren Einflussradius. Was soll man noch machen? Ich meine, sieht nicht ganz so hübsch aus und nicht so ganz passend, aber es passt halt zu meinem Baustil. Aber es funktioniert. Es funktioniert exzellent. So sieht's aus. So, was nicht exzellent funktioniert, ist die Versorgung mit Funktionsdrink. Das läuft überhaupt noch nicht. Finde ich nicht geil. Das stimmt, ich muss bei mir jetzt auch noch hier Zucker. Zucker, 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 Zucker. Ach ja, ich habe ja so viel Englisch jetzt gemacht. So. War das jetzt auch Sugar 1? Sugar, yeah, ich flirte mit meinem Schiff. Okay, alles klar. Dum, 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 dum.
So, dann laden wir Zucker, Zucker, Zucker. Das laden wir da drüben aus. Dann sollte es passen. Das nächste wird dann eine Entsäuerungsstation sein, die ich hier errichte, damit dann meine Kaffeeplantagen auch wirklich bei nicht mehr bei 59% Effektivität rum. Ich habe auf meiner Hauptstadt jetzt auch eine sehr ökofreundliche Herangehensweise vorgezogen. Na, ich warte schon darauf, dass wir die Guardians später bauen können. Ja, die sind eigentlich immer Das sollte ziemlich dann sehr cool. viele Probleme beheben. Jupp. Das sehe ich genauso. Und ich hoffe, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, und die Episode ist ja auch gleich durch. Ja. Ist eigentlich schon durch. Eigentlich schon, jetzt schon wieder bei 35 Eigentlich ja. Minuten. Details. Na? Okay, so, machen wir das. Und holen wir hier mal noch ein bisschen Beton rüber. Nur noch diese eine Produktion. Das ist so die große Lüge, die man sich immer wieder. Ja. Oh. Und kriegen wir hier noch ordentlich was unter? Na, ich würde es jetzt nicht drauf anlegen. So, Eisen habe ich noch 2800 Tonnen. Ich habe noch 1500 Tonnen Seit. Das passt also von der Warte aus alles. So, Energy Drinks werden jetzt auch langsam produziert. Sehr schön. Wunderbar. Kann ich ja jetzt auch wieder Stahl abholen. So, und dann werden wir mal hier. Eben. So, wir haben doch sicherlich hier auch schon eine Handelsroute. Oh, okay, das ist die falsche. Ich glaube, wir müssen eine neue einrichten. Und die große irgendwie aufsplitten, aber das werden wir wahrscheinlich nächste Folge machen. Vermutlich. Ich brauche jetzt vielleicht noch ein, maximal 2 Minuten, dann bin ich Folge durch. Okay. Wenn du das so sagst. Ja, ich versuche mir immer wieder selbst die Lüge zu erzählen. Ich brauche doch nur noch 4 Tonnen Stahl. Kriegen wir denn hier noch so ein Gourmet-Menü unter? Produziert aber auch so langsam. Das ist ja krank. Ja, und wie gesagt, ein Stahlwerk lastet halt 2 Eisenschmelzen aus. Das ist. Ja, das ist schon schön, aber dafür gibt es ja Umwege. Kann ja kaufen, apropos kaufen, das werde ich direkt mal machen. So. Eingesackt. Ja, und du hast mich jetzt zwischenpunktetechnisch komplett abgehängt in allen Kategorien. Erstaunlicherweise auch in, wie war das? Population? Ja, Population. Wow, tatsächlich, ich habe bei der Ökobilanz bin ich, hab ich ja richtig gut abgeschnitten, obwohl das eigentlich sonst immer andersrum ist. Dadurch, dass meine Ja, Haupt. ich sag doch, ich bin nicht so gut. Naja. Aber warte erst, bis ich die Steuerungsmodule habe. Sagt er nur. Ach ja. Ich finde es ehrlich gesagt auch sehr schade, dass die KIs untereinander wirklich sehr, sehr wenig miteinander zu tun haben. Ja, Bis auf jetzt das ist Hector wirklich und sehr schade. Es war 1404 besser, dass sich die Computergegner untereinander bekriegen. Wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, ignorieren die sich einfach nur komplett. So. Das Na, ist hast du es wahr. jetzt geschafft? Ich habe jetzt Forscher. Hey, das ist gut. Du bist schneller als ich bei Forschern. Respekt. Oh, Scheiße, ich habe mich verbaut.
Ich weiß nicht, warum ich das gerade lustig fand. Weil du ein sadistisches Arschloch bist und das lustig findest. Nein, ich doch nicht. Gut, das heißt, ich muss jetzt einen Großteil meiner Forscherhütten wieder abreißen. Echt jetzt? Beziehungsweise meine Assistenten. Laboranten. Wenn wir ganz genau sein wollen. Oh, ich vergesse, wie teuer. Ich vergesse immer wieder, wie teuer die. Scheiße. Fehlt dir was? Oh, egal, die paar tausend machen den Braten jetzt auch mehr fett. Gut, und da war ich auch wieder fast pleite. Wie viel Öl habe ich eigentlich noch? Ja, ich habe immer noch fast 1000. Was hat sich ja, ich habe noch 1700 fast. Na, siehst du. So. Hey. Und ich kann aber bald die Oil Driller bauen und ich mache jetzt ein Thumbnail. Mach das. Zwar davon, dass ich jetzt Tags habe. Ey, wow, sogar mit der Vaterallee. In meinem Anno 1404 Layout. Das ist das Totenkopf-Layout angewandt. Ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. So. Und ja, ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss. Wir werden eher weiter. Heute Abend, weil meintest ja, du möchtest jetzt eine längere Pause haben. Für mich muss sie nicht länger sein. Mir würde auch eine, keine Viertelstunde oder so reichen. Ich werde einfach zwischendurch noch eine Shisha rauchen. Mach. Aber nicht während der Aufnahme. Ja, das habe ich gerne mal aus Prinzip bei Sergius Videos damals gemacht. Also ja, liebe Zuschauer, das auch jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das auf dem jeweiligen Kanal mit einem Daumen hoch prämiert. Und ansonsten bei Feedback, Anregungen, Themen, über die wir reden sollen und so weiter, haut es einfach in die Kommentare. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den jeweiligen Kanal abonniert. Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Auf Wiedersehen.